Die Sahara. Algerien an der Grenze zur Westsahara, diesem von Marokko gewaltsam okkupierten Land. Wir reisen zu den Flüchtlingslagern der Saharauis. Mein Enkelsohn Ignaz ist ein Saharaui, fühlt rasch Nähe, aber auch die Schwermut dieses jahrzehntelangen Exils. Aber trotzdem auch hier Lebensfreude. Das Angesicht des Todes, aber trotzdem auch hier Liebe. Ignaz, in Wien geboren und zum ersten Mal in der Sahara, erlebt, was ihn ausmacht. Seinen Ursprung, seine Herkunft. Er ist vertraut damit. Er weiß sich als ein Sohn der Wüste. Er weiß jetzt, wie er hätte lieben können und leben können. Wir erfahren Gastfreundschaft und eine überwältigende Gemeinsamkeit, die zu Tränen rührt. Es sind Tränen der Erinnerung an Anna, die Mutter von Ignaz und meine Tochter. Sie war eine Liebende des saharauischen Volkes und eine Liebende der Wüste.